Ja, ich glaube, wir können etwas wirklich Tolles verkünden. Ich glaube, ein Meilenstein hier in Obergurgl, Hochgurgl, auch besonders für die Hochgurgler Liftgesellschaft. Und zwar haben wir die Eröffnung der Kirchenkarbahn 2. Das ist sozusagen die Vollendung des Kirchenjahrprojekts, wo wir die erste Sektion ja 2015 gemacht haben, hier auch mit dem Restaurant. Mit der ersten Sektion der Bahn, dann auch dem Motorradmuseum. Eben dieses Jahr ist uns gelungen, die zweite Bahn zu bauen und jetzt schon zu eröffnen. Ja, es war natürlich schon noch der Wunsch, stehen bleiben ist Rückschritt, ist glaube ich immer unser Motto, noch einmal eine Attraktion im Skigebiet zu machen. Und wir haben immer schon gewusst, dass das tolle Hänge sind, Kirchenkar allgemein ein sehr beliebtes Gebiet ist. Und so konnten wir mit, sagen wir mal, einer kleinen Erweiterung ein großes Gebiet erschließen und ich glaube, das ist auch voll gelungen. Also wir hatten natürlich sehr, sehr großes Wetterglück diesen Sommer, aber es ist ja heutzutage nicht mit dem Liftbau getan. Man musste natürlich auch eine Lawinensprengbahn bauen, weil es ist, muss sich der Gast oder sollte sich der Gast natürlich darauf verlassen können, dass er wirklich sicher hier herunterkommt. Das war eine große Herausforderung und natürlich heutzutage muss man auch eine Schneeanlage bauen, die haben wir dann auch noch realisiert und auch schon Betrieb und so haben wir eigentlich alles in einem Sommer sogar geschafft. Also auf das sind wir aber auch schmächtig stolz. Ich glaube, wir sind sehr bekannt, dass wir einfach die schneesichersten sind. Heuer haben wir es wieder geschafft, als erstes Nicht-Gletscher-Skigebiet hier zu öffnen, schon Mitte November. Was uns ausschafft, wir sind noch ein Skigebiet, das noch nicht so überlaufen sind. Ich glaube, würde sagen, sogar ein bisschen ein Geheimtipp. Unsere Pisten sind sehr breit, wir haben große Höhenunterschiede. Wir fahren ja von 3080 bis 1780 Meter hinunter. Was toll ist, unsere Gäste, die hier sind und bei den Hotels wohnen, sind direkt an der Piste. Man braucht kein Auto mehr. Man geht sozusagen aus dem Hotel hinaus. Man nennt es Ski-in, Ski-out. Die Wege sind sehr kurz. Wir haben tolle Hütten. Ich glaube, immer durch die Höhenlage bestpräparierte Pisten. Ich glaube, alles, was ein Skigebiet so zu bieten hat, können wir bieten. Und deswegen sind wir, glaube ich, auch immer beliebter geworden. Und mit der neuen Kirchenkarbahn haben wir natürlich noch eines draufgesetzt.